der Mixer bei Flysurfer. Es ist ein riesen Vorteil, dass man einen Flysurfer-Schirm selber trimmen kann. Und ich merke immer wieder, dass sich nicht jeder daran traut. Und deswegen möchte ich euch hier an der Stelle mal eine Variante des Mixer-Tests, des Trimmen eines Flysurfer-Schirms vorstellen, die besonders einfach ist. Und ich möchte euch quasi so eine Möglichkeit geben, ganz leicht in diese Trim-Thematik reinzukommen. Das ist wirklich kein Hexenwerk und ich empfehle euch sehr, das wirklich einmal zu machen, zu lernen. Es geht einfach, ich zeige euch warum und wie. Ein Brett, zwei Schraubhaken, mehr braucht ihr nicht. Ihr könnt die Schraubhaken auch an die Wand hauen, also irgendwo anbringen, wo ist egal. So kann ich es mitnehmen zum Wasser. Ein paar Finger breit auseinander, das ist wichtig. Und mit so einem kleinen Hilfsmittel muss man den Mixer-Test auch kaum mehr verstehen. Es ist total simpel. Wir haben hier den Soul 210. Den haben wir jetzt schon ein bisschen genutzt. War erst neulich damit Tour Foilen und davor auch einige Male schon testen lassen. Herzliche Einladung an dieser Stelle übrigens, gerne auch mal bei uns den Soul auszuprobieren. Ja, hier ist die Waage, die endet mit den Spare Part Lines, mit den Verschlaufungen. Und hier sind noch diese Spleiße. Diese Spleiße hänge ich jetzt bei mir in dieses Brett rein. Das habe ich mir hier hingelegt. Und jetzt kümmere ich mich zuerst um die erste und die letzte. Da steht A und hier hinten steht Z. Jetzt gehe ich nach links und rechts, bis die beiden auf einer Höhe sind. Schaut her, jetzt an dem Winkel habe ich die auf einer Höhe. Das ist wichtig. Und jetzt kann ich, wenn ich diesen Winkel beibehalte, sogar eine von den beiden loslassen und mich nur noch um das kümmern. Und jetzt ziehe ich mal mit etwa 5 Kilo, das ist schon ordentlich. Also ruhig mal ein bisschen Druck drauf gehen und zieh mal ran, wie es hier ausschaut. Und sehe, der Mixer ist exakt auf Null. Unter 5 Kilo Zug ist das Ding quasi jetzt im Standard-Trim, wie er ausgeliefert wird. Nochmal kurz die Schritte. Unten einhängen, mit schönem Zug nach links, rechts gehen, bis A und Z auf eine Höhe sind. Und dann nehmt ihr euch die anderen Leinen, fangt gern mit der C an, mit 5 Kilo Zug, also ordentlich ziehen. Die schauen, sind die etwa auf einer Höhe, dann passt das. Also dieser Mixer ist jetzt quasi so, wie er von Flysurfer gedacht ist. Nun haben wir herausgefunden, dass der Soul 2 aber noch schöner fliegt. Also für unsere Zwecke. Mit einem Hydrofoil ist ja so super. Aber wenn wir jetzt ein bisschen Big Air springen wollen, dann bekommt der Schirm noch mehr Pep, wenn wir den Mixer etwas bauchiger machen. Ja, für die, die es unkompliziert wollen, eine Höhe passt schon. Und wer jetzt alles rausholen will, wir machen den Schirm ein bisschen mehr so. Was macht das, wenn der Schirm mehr so ist Standard? Wenn ich ihn jetzt ein bisschen mehr aggressiver mache, bekommt er ein satteres Fluggefühl. Er wird noch unempfindlicher gegen Backstall. Er dreht schöner. Er bekommt mehr D-Power. Und in der Summe von all diesen Sachen springt er auch besser. Und das ist die Charakteristik, die wir jetzt haben wollen beim Soul 2. Wir wollen unseren Schirm noch ein bisschen das extra rauskitzeln. Das heißt, wir wollen jetzt die C ein Stück nach oben schieben und die B kommt dann mit. Jetzt nehme ich den Ring hier hinten bei der C, wichtig, fangt von unten an, erst den ersten nehmen. Verschiebt den ein Stück, ich muss den so ein kleines bisschen wird reichen, so ein Stück vielleicht. Jetzt schiebe ich den hier runter und bringe hier mal ordentlich Zug drauf. 25 Kilo sagt Flysurfer, aber ja, ruckt ordentlich dran,
dann verstellt sich's auch nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal, was wir fabriziert haben. Jetzt sehen wir hier, mal kurz, ich sortiere es, dass man es schöner auf dem Bild sieht. A und Z sind auf einer Höhe. Jetzt ziehe ich die C raus. Die ist noch weiter oben. Und die B, Moment, nehmen wir die, ist auch ein Stück nach oben. Wir sind jetzt quasi einen halben Zentimeter im Plus. So, also vom Trim. Ich bringe erst A und Z auf eine Höhe. Dann ziehe ich mir in dieser Stellung die C raus und justiere sie unten nach. Jetzt hängt die B mit an der C dran. Das heißt, die wird sich mit verstellen. In diesem Fall hier jetzt musste ich nur die C verstellen und die B hat sich gleich automatisch so angepasst, wie ich wollte. Perfekt. Das ist übrigens nicht selten so. Das ist meistens so, dass ich nur die C trimmen muss und die B schon automatisch in einen sehr, sehr guten Stand hinkommt. Wenn jetzt der Schirm sehr alt ist oder die Spare Part Lines sehr viel geflogen sind, also Spare Part Lines, die grauen oder früher gelben Line, dann wird man auch noch die B an dem zweiten Ring hier oben verstellen müssen. Spätestens dann bin ich aber fertig. Jetzt muss ich nur noch die zweite Seite machen und dann ziehen wir den Schirm mal hoch und schauen, wie er fliegt. Jetzt haben wir den Schirm etwas aggressiver gemacht und ich teste bei Leichtwind, ob ich es jetzt nicht vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Für euch in der Regel Mixer auf 0, für Speed 3, Soul 1 und alle möglichen anderen Schirme, Mixer auf 0 passt besonders gut. Und ich gehe jetzt beim Soul 2 ein bisschen mehr an die Grenze und jetzt gucken wir, ob der noch gut fliegt. Woran merkt man, ob er noch gut fliegt? Geht mal nach eurem Bauchgefühl und schaut, ob der sich noch stabil anfühlt. Das ist das Erste. Ja, ich habe ihn schärfer gemacht, irgendwann kollabiert er. Und wenn ich den jetzt bewege, fängt er dann schon an, am Tipp so ein bisschen zu entlasten. Da merkt man, spürt man schon, viel Luft ist da nicht mehr. Der fängt schon an, so ein bisschen am Tipp leicht instabil zu werden. Das ist der Punkt, den ich persönlich treffen wollte, weil dann dreht er am besten, springt am schönsten. Ja, so könnt ihr quasi dann nochmal testen bei Leichtwind. Bitte, wenn ihr den Schirm schärfer einstellt, nicht vor einer 30-Knoten-Session, sondern erstmal bei weniger Wind gucken, ob da alles gut ist und schaut, ob er vor oben am Tipp, am Wingtipp schon ein bisschen entlastet. Ich teste jetzt auch zusätzlich noch, ob ich den Schirm irgendwie nach vorne gekippt kriege, indem ich hier am Adjuster ziehe, ein bisschen rucke und schaue, ob der Schirm irgendwie nach vorne wegkippt. Ja, wann wird es zu viel, wenn er wirklich frontstallt, der Schirm? Dann habe ich es übertrieben, dann muss ich den Mixer wieder ein bisschen sanfter einstellen. Also das heißt, jopp, der ist gut, ich kriege ihn nicht. Steht immer noch schön stabil, dreht aber schon besser, springt besser, das ist cool. Also jetzt haben wir ihn wunderschön getroffen und jetzt ist der Schirm wieder fit für seine nächste Session. Ich möchte hier an der Stelle wirklich ermutigen und einladen, probiert es selber aus, den Mixer zu verstellen. Ein Brettchen, zwei Schraubhaken, draufstellen, einhaken, nach links und rechts gehen, um A und Z auf eine Höhe zu bringen, dann die C ausrichten, vielleicht dann noch die B ausrichten und ihr seid fertig. Es ist so simpel, macht es und dann habt viel Spaß auf dem Wasser, gute und sichere Sessions und bis zum nächsten Mal.